Herzlich willkommen zurück bei The Rise of the Tomb Raider. Wie schon beim letzten Mal ist Lara wieder verletzt. Sie ist den Felsen runtergefallen, hier an der Nordwestgrenze von Syrien. Und da unten tobt der Krieg. Ein bisschen gegensätzlich hier mit dem schönen Sonnenuntergang. Und da unten fliegen die Bomben. Okay. So. Dann suchen wir mal das verlorene Grab. Wir sind vom Fahrer. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Was ich sagen wollte, war, wir sind vom Fahrer betrogen worden, verraten worden. So. Eieiei. Aufwärts. Und jetzt? Weiter nach oben? Wo müssen wir hin? Geht's denn weiter nach oben? Springen Sie oben an die nächste Kante. Das sagst du so. Und aufwärts. Okay. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Finden wir es raus. Genau, mach uns mal Licht. 1000 Jahre alt, mindestens. Passt alles zusammen. So, und wir müssen jetzt schneller sein als Trinity, wenn ich es richtig verstanden habe. Auch hier schon. Denn hier startet unsere Reise. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Okay. Aha. Ah ja, ich erinnere mich. Das zeigt uns so die wichtigsten Stellen an hier. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Ah, da ist Trinity. Okay. So, davon daher kamen wir, oder? Das ist jetzt nur der Ausgang. Ach nee, da ist auch noch was. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okay, so sportlich wie Ilara möchte ich auch mal sein und so viele Sprachen beherrschen. Dazu kommt es nicht mehr, dafür bin ich zu alt. Da sieht es doch nett aus, da. Würde ich doch gern mal hingehen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Ah, jetzt kann ich die Monolithen übersetzen. Okay. Was ist denn da? Das ist ein Loch.
da geht's weiter, aber das... Ein geheimer Eingang. Das will ich noch gar nicht. Ich würde jetzt gerne erstmal die Monolithen übersetzen. Noch keine Spur von... Du Scheiße. Okay, dann los. Okay, ich habe keine Zeit mehr. Verdammt. Ich hätte ihn gerne noch übersetzt. Wir suchen das Grab. Ich muss es vor ihm finden. Schade eigentlich. Tut mir jetzt leid. Wahrscheinlich, weil ich hier zu früh hingegangen bin. Wow. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Finden Sie einen Weg ins Grab? Okay. Nein! Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit... Aha! Ah! Schon hier. Dann würde ich sagen, beeil dich. Junge. Okay, und jetzt? Darunter? Wahrscheinlich. Okay. Jetzt ganz nach unten oder eher oben bleiben? Das ist die Frage. Aua. So jedenfalls nicht. Ah, verdammt. Hätte ich vielleicht mal eine Minute länger überlegen sollen. Aber ich dachte, es wäre egal, ob ich da jetzt runterspringe oder ob ich... So, aber ich müsste doch darüber, oder nicht? Eigentlich. Da kann ich mich hier auch runterlassen. Das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Kann ich mich jetzt einfach hier runterfallen lassen oder versuche ich jetzt nochmal darüber zu springen? Ich versuche nochmal darüber zu springen. Na, hat doch geklappt. Ich habe erstmal nur doof angestellt. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Okay, also halt. Hey, Fräulein. Ein Durchgang. So, ich muss weitergehen, ja. Das ist aber gar so dunkel hier. Verdammt. Na klar, schon. Licht aus. Nett. Guten Tag. Igitt. Okay, ich bin drin. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Ja,
Was habe ich denn da jetzt aufgesammelt? Da wüsste ich gern. Milde Gabe. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Ja, schade, immer noch um den Monolithen. Aber ich hatte das Gefühl, ich müsste mich jetzt beeilen. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Also, Trinity scheint der Prophet zu sein. Mittlerweile ist es der Trinity-Orden, okay? Ich dachte immer erst, es ging bei Trinity komplett um den Orden, aber anscheinend geht es dann jetzt nur um den Propheten. Okay, aber na klar, der Trinity-Orden, der verfolgt uns. Jetzt doch erst nochmal hier gucken. Oh, man kann da lang und man kann da lang. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Oh, hier ist jetzt nichts mehr. Also da lang. Klar. Das war aber... Verdammt, das war echt knapp. Das war echt knapp. Und wie knapp, Fräulein. So. Worauf muss ich zielen? Ah. Okay. So, haben wir noch mehr Fallen, oder? Oh. Sie sprengen sich den Weg frei. Ah! Nein! Ah! Na super. Den einfachen Weg gibt es nicht. Hier ist schon mal nicht weiter. Na super. Okay, wie komme ich hier raus? Eine gute Idee. Hoffentlich klappt das. Ah, verstehe. Das gereicht. Ich finde die Geräusche ein bisschen beunruhigend. Irgendwie muss ich da hochkommen. Bin ich da durch? Da drauf? Hm.
Tatsache. Bloß, du stellst dich da jetzt gerade echt ein bisschen doof an. So. Klatsch. Na bitte, geht doch. Ja? Da ist jetzt gerade mal nix. Also weiter im Text. Darunter? Yay. Okay. Ich halt immer mal Ausschau nach irgendwelchen Fallen. Oh oh, nicht gut. Ich glaube, sie wird ertrinken, weil ich zu blöd bin. Oh, doch nicht. Geschafft. Aber so gerade so. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Puh. Was ist das? Unglaublich. Wow. Das ist ja mal beeindruckend. Und was mache ich jetzt hier? Okay. Da unten leuchtet's für mich. Gehen Sie bis zur obersten Etage der Hauptgrabkammer. Okay. Na, da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas machen. Ja. Wahrscheinlich will ich wieder schwimmen. Aber jetzt nicht so viel, oder? Okay, hier können wir weiter. Oh, fallen mir ein paar Totenköpfe entgegen. Schön. Ich das schaff. Oh. Oh. Achso, ah. Okay. Ah, jetzt steigt der Wasserspiegel noch ein Stück weiter. Das sieht doch gut aus. Aufwärts, Süße. Das sieht so brüchig aus. Ja, das ist es doch. Oh! Das hätte ich noch abwenden können. Hätte ich die richtige Taste gedrückt.
kann doch einfach jetzt drüber springen. Man muss das ja nicht machen. Eigentlich muss das doch. Verdammt, sie sind fast drin. Okay. Wo muss ich jetzt weiter hin? Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Naja, hilft hier alles nichts, wenn jemand anderes jetzt in seiner Robe steckt und dasselbe erzählt, nicht wahr? So, wo geht's weiter? War doch was. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen, aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen und es wird endlich ein Grab werden. Und was sagst? Aber anscheinend ist er immer noch einer aktiv. Jetzt gibt es ja diesen unsäglichen Orden, nicht? So, aber hier haben wir wieder ganz viel Wasser. Da oben muss ich hin. Hoppala. Große Frage ist, wie komme ich da hin? Okay. Da oben muss ich hin, wa? Okay, hier können wir nichts reißen. Oh, was ist denn da noch? Oh. Ach ja. Oh, da führen Treppen rauf. Das ist doch schon mal ganz gut. War ich da schon? Kann man da gucken? Nicht so wirklich. Ich guck mir mal die Treppen an, da, ob die jetzt irgendwo hinführen. Das? Kann man darauf schießen? Nein, nicht wirklich. Das bamselt so schön. Da dachte ich, da könnte man was erreichen. War dann aber nicht. Okay, also die Treppen führen hier auch ins... Nichts. Gehen wir doch mal hier weiter. Da käme ich wieder rauf. Wofür ist das gut? Ist das für was gut? Schaffe ich es darüber? Jawohl. Dann da. Da.
Okay. Nicht, dass ich irgendwas übersehe, wollen wir ja auch nicht. Okay, gehen wir mal hier rein. Ah, klasse. Hey! So schnell konnte ich jetzt gerade gar nicht drücken. Schon wieder tot. Die arme Lara. Na, das hätte man auch wieder sehen können, dass da was ist. Da kommt da jetzt bestimmt noch was, oder? Traue mich gar nicht weiterzugehen. Eieiei. Das war aber knapp. Mehr als knapp. Was sind das immer für Geräusche? Das klingt total fürchterlich, ganz ehrlich. So, da muss ich wieder das Ding abschießen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wisst ihr was? Wie wir dieses Rätsel lösen, sehen wir erst in der nächsten Folge. Edge. Ciao, ciao.